off to Rome. Wir sind in Idri angekommen. Heute ist ja unser erster Abend. Wir haben uns jetzt fertig gemacht. Also, nach unserem Standtag gehen wir jetzt in die Stadt essen. Wir haben uns alle schön gemacht. Zeigt eure Outfits. Wir müssen uns beeilen. Ja, wir müssen jetzt den Bus erwischen in die Stadt. Also das ist Idri. Schaut mal, wie schön! Sonnenuntergang! Baby. Einfach wunderschön. Einfach eine Castle. Wow. Eine Castello. Wir haben fast eine Stunde gewartet auf den Bus. Wir müssen umsteigen. Oh mein Gott. Also wir haben Calamari bestellt, Oktopus, Kotze, I guess. Aua. Kotze. Scampi. Heute wurden wir ausgelacht. Sowas von ausgelacht von den Kindern. Niemand erklärt uns warum. Wir nach einem bestimmten Wein gefragt haben. Wir haben so vorher gezeigt, so habt ihr diesen Wein? Diesen bestimmten. Und der beginnt so fett zu lachen. Er ruft Kellner her, geschätzt. Schau, Kellner. Ihr habt ja keine Ahnung, wie Jim die sind. Das ganze Restaurant, alle, die hier gesessen haben, haben gelacht. Also, uns ausgelacht. And we don't even know. An einem Wein so zu lachen. Wir sind am Hafen. Wir haben es geschafft nach, wo sind wir jetzt? Gaeta. Wir haben es geschafft, Leute. Und jetzt enjoyen wir den Abend. Nach dreieinhalb Stunden oder so schon. Mhm. Aber wir sind froh, weil wir sind hier. Wir brauchen nach Gaeta. Stimmt. Von Rom aus, ne? Warte, wir sind in Rom. Ey, 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 Outfit-Check. Outfit-Check. Hallo, Leute. Allererste U-Bahn-Fahrt in Rom. Das ist das E. Weil es ist alles blau. Lol. Mein Gott. Wo sind wir gerade? Pantheon. Wir sind hier bei Pantheon. Das haben die alten Römer gebaut. Wofür? Ich weiß es auch nicht. Also wir sind jetzt im Piazza Navona. Also nein, nochmal. Ich bin nervös, ich kann keinen Satz hören. Wow, wir hören jetzt was über die Vatikanstadt. Ich glaube, adesso Bappa Napoletano dice. Oh, limoncello. Limoncello. Sono così alcoliche. No, no, alcol. Un po' poco. Un po' poco. Letzter Abend in Idri. Was machen sie da? Oh, schön. Leute, wir sind in Napoli angekommen. Also wir gehen jetzt durch die Stadt und wollen kurz shoppen gehen. Bis jetzt gefällt uns Napoli echt, echt gut. Die Vibe ist gut und die Menschen sind richtig freundlich. Leute, das ist unser Airbnb. Oben sind unsere Bettchen. Erstes Abendessen in Napoli. Okay, wie schmeckt's? Mm. Nice. Leute, was habe ich da? Manfredi-Nudeln haben wir gelernt vom Kellner. Mit Ragu? Oder how do you call it? Ja, mit Ragu. Nein, du hast den Ragu, oder? Nein, ich habe Ragu. Molto. Warum schreibst du mir jetzt? Ich
Vlog in Vlog. Okay, Dina hat sich gerade eine Kappe gekauft, weil es so heiß ist in Napoli. Oh, Dina! Okay, nein, das stimmt schon. Ich bin ein Aibu. Sieht einfach Italian Boo, Leute. Italia. Forza. Forza, Forza. Manifestieren muss man. Man muss manifestieren, dass wir ein Italiener sind. Wenn ihr Aibu sein wollt, dann was? Just buy this. Mhm. Come to Italy. Mhm. And enjoy your life. Und in Rom Fontana natürlich. Genau, genau. Münze reinwerfen. Aber sag nicht, was ich wünsche und geht's nicht in Erfüllung. Nicht sagen, sondern einfach nur wünschen. Das zweite ist ein Italiener. Genau. Dritter ist seine Liebsten heiratet. Dann habe ich mich angehauen. Napoli. Zweite Abend ist bei 2.0 Ciro Castella. Nina, tauschen wir eins. Aha. Ja. Ich habe Diavolo bestellt. Und normalerweise esse ich kein Brot. Wir beide essen kein Brot, aber heute. Heute essen wir das Brot mit. Ich muss unbedingt eine Margarita. Gib dir schon mal, okay? Das ist wirklich eine der besten. Ever. Ever. And it was really, really nice. And the weather is also really good. And things are down. Und yes. Hi. Wir sind auf dem Weg. 8:15 Uhr. Jetzt ein Ausflug. Zu Sorrento. Den Mädchenvibe haben wir heute leider nicht. Haben wir nicht. Gar nicht. Matched heute. I mean, du nicht. Mir gehen die Outfits aus, Leute. Wir sind schon zu lange hier. Okay, see you. Es ist so schön, Leute. Look at that. Wir sind in Sorrento angekommen. We are outside. We are outside. Guys, schau euch bitte diesen Ausblick an. Es ist so schön. Bitte schaut mal. Möwen sind eigentlich so gemein. Urhübsche Augen. Ich will sie streichen. Schub sie. Ich hab so Lust, sie zu schubsen. Soll ich? Schub sie mal. Ich hatte alle werden so sie mehr davon. Sie wird so alt werden. Was? Also ja, yeah, waiting for your kids und dann so. We're having lunch right now. Leute, schaut, wie schön es hier ist. Wir gehen jetzt diese Festung runter. Hey. Es ist so heiß. Es ist wirklich heiß. Ich fang gleich. Wir fahren jetzt nach Rom. Das war unser letzter Tag in Neapel. Und wir haben uns noch Souvenirs gekauft. Wenn ihr euch das anschaut, das ist keine Chilischote. Sondern das nennt sich ein Corno, beziehungsweise in der Mehrzahl Corni. Mhm. Und das ist ein napoletanischer Talisman, der getragen wird, um bösen Blicken und Pech zu entgehen. Mhm. Aber man darf es sich nicht selber kaufen, das kommt nicht so gut an. Es muss einem geschenkt werden. Mhm. Als Geschenk. Und wir, weil wir so intelligent sind, haben natürlich das System gedribbelt und haben alle gegenseitig welche geschenkt. Okay, zeigen Sie mal die Exemplare. Also, wir haben hier ein buntes auf... Das ist auf neue Fashion mit bunten Steinen. Exemplar Nummer 2. Mhm. Exemplar Nummer 3. Mhm. Ich nehme dieses Corny und schenke es Mina mit der Intention, dass sie von Pech und bösen Omen wegbleibt. Danke.
Also diese Kette schenke ich jetzt der Dina, damit das Böse von ihr wegbleibt, Dina. Vielen lieben Dank, meine Liebe. Bacio. Diese wunderschöne Kette. Leute, wir sind endlich angekommen in Rom und das ist unser Apartment. Hier ist ein Bett. Hier ist das Badezimmer. So hübsch. Ist das Schlafzimmer. Hi. Hey girl. Und hier gibt es eine Terrasse und Dina ist auch hier. Dina ist auch hier, Leute. Wie immer. Soll ich mich jetzt ja die Barstellen und euch ein Getränk mixen? Was wollt ihr, Leute? Bitte ein Limonello-Spritzer. Limoncello heißt das. Bitte ein Limoncello-Spritzer. Okay. Ready. Also Leute, wir sind gerade auf den spanischen Treppen. Die berühmten spanischen Treppen. Kommt schon, das ist auch alles auf Spanisch vor. Benedicto. Benedicto, Paul Max, Ludovico. Ingalis, Regnante. Ich gehe da. Wir schauen jetzt erst um es. The gathering in the center was represented as a mythological hero, Marcus, in the his triumphal door where the gladiators was coming. Look at this view. Die spanischen Treppen. Leute, wir essen jetzt Abend. Spaghetti. Carbonara essen wir. Das ist mit Meersuppe. I love it. Und das ist mit Tomaten. Oh, mit Wein. Guys, look in the camera. Das Essen einfach 10 Euro billiger bekommen. Manifestation. Wir waren gestern im Restaurant und da hat er uns auch schon die Getränke nicht verrechnet. Imagine, er verrechnet uns heute auch nicht die Getränke. Wir waren hier so. Und dann hat die Manifestation Queen. Und dann hat er einfach gesagt, ja okay, machen wir statt 70, 60. Like, what? Leute, wir gehen gerade durch die Straße. Das ist so schön hier. Nein. Wie geht das? Die verliert jedes Mal ihre Maske, Leute. Das ist nicht möglich. Das ist doch nicht möglich. Was ist mit dir? Welches willst du jetzt als? The takeaway, ne? Okay. Thank you. Thank you. Do you have yogurt? Yes. Hey? Guys, I almost. Der Kolosseum bei Nacht. So pretty. So pretty. Bellissima. Bellissima. Leute, es ist unser letztes Frühstück. Unser letzter Eiskaffee. Ja, wir essen jetzt Frühstück und dann werden wir zum Vatikan gehen. Yay. Wir gehen in ein anderes Land. Heute drei Länder. Österreich. Vatikan. Italien. Woo. Nicht in der Reihenfolge. Mm. Und so warm. I love it. I love it. Grazie. Grazie. Leute, uns wurde gerade einfach die Tür aufgemacht beim Taxi. Like. Jetzt werde die ganze Straße. Das ist so eng. Die Leute hier können Auto fahren. Ja, die nicht so Romina, ne? No, no, no. Wir sind gerade in der Pinothek. In der Pinakotheka.